Willkommen. Unser Thema heute, Megatrends, Messe Köln 2018. Was gibt es zu berichten? Mein Name ist Lutz Reinhardt, ich bin Gründer von sofa-experten.com und schildere Ihnen heute, was ich auf der Kölner Möbelmesse 2018 gesehen habe. Megatrend, wo geht es hin? Nun, zuerst muss ich Sie enttäuschen. Es gibt keinen Megatrend. Es gibt nur noch Einzeltrends. Und zwar abgestimmt auf bestimmte Zielgruppen. Denn die Gesellschaft ist nicht mehr ein großer Klops, sondern es gibt fest definierte Teilzielgruppen. Zum Beispiel Best-Ager, zum Beispiel Erst- und Zweiteinrichter, zum Beispiel Singles und. Und für diese Zielgruppen gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Ich möchte heute drei Trends rausgreifen, die ich Ihnen näher vorstelle. Erster Trend benenne ich mit dem Schlagwort weniger ist mehr. Ja, man stellt sich das Wohnzimmer nicht mehr so voll. Keine riesen Eckgarnitur, sondern so wie hier vielleicht ein kleines, schönes Sofa kombiniert mit einem wunderschönen, einzigartigen Sessel. Hier ein drehbarer Clubsessel von Willi Schillig. Weniger ist mehr. Wie viele Personen sind Sie zu Hause? Wie viele Sitzplätze brauchen Sie? Für Gäste rechnen wir keine Sitzplätze, denn Gäste sollen nicht sitzen, sondern die sollen wieder gehen. Nein, die sollen sitzen am Esstisch, weil die kriegen auch was zu knabbern und auch was zum Trinken. Die Polstergarnitur ist der Rückzugsort für die Familie und da reichen die Sitzplätze für die Familie. Und deshalb ist dieser Trend langanhaltend. Weniger ist mehr. Bequem für mich und meine Liebsten. Die zweite Geschichte, kombinieren ist in. Nicht alles muss gleich sein. Man nimmt verschiedene Stile, mixt verschiedene Formen, verschiedene Farben, wie hier das Sofa Fonda von Koinor mit eben dem schönen Clubsessel von Willi Schillig. Einmal Leder, einmal Stoff, einmal Grün, einmal Anthrazit. Und was folgt daraus? Spannung und eine designorientierte Wohnung. Also kombinieren auch Sie sich, trauen Sie sich, verschiedene Stile zu mixen. Und der dritte Punkt, zarte Farben sind in. Zarte Farben kombiniert aber auch im Kontrast mit etwas schärferen Farben. Zum Beispiel hat man oft gesehen in Köln ein leichtes Rosé kombiniert mit Grau- oder Anthrazittönen. Also etwas schärfer, dieses Anthrazit, etwas stärkerer Kontrast. Und gerade durch den Kontrast wirken dann die zarten Farben wunderschön. Also das sind meine drei Trends dieses Jahr. Weniger ist mehr, kombinieren ist in und zarte Töne gemischt mit scharfen Kontrasten. Und was gibt es jetzt für Polstermöbel zu sagen? Was hat man dort gesehen? Sehr viel gesehen hat man Polstermöbel, die ein hohes Maß an Bequemlichkeit bieten, wie zum Beispiel dieser Incliner. Incliner war übrigens überhaupt ein großes Thema. Incliner sind Modelle, die nach vorne schieben, wo man keinen Platz hinten an der Wand braucht, freilassen muss und man hat eine tolle Bequemlichkeit, ja? Ohne dass das Sofa dem Sofa anzieht. Was man auch festgestellt hat, kleinere Formationen sind im Kommen, oftmals bloß ein Sofa, nicht zwei oder eine Formation bestehend aus Zweier mit Longchair oder einfach nur ein Sofa mit einem Sessel kombiniert, auch das ist immer mehr zu sehen. Und es gibt immer mehr individuelle Lösungen. Also es gibt dicke Modelle, dünne Modelle, schwere Modelle, leichte Modelle, kuschelige Modelle, kubische Modelle, romantische Modelle. Es gibt eigentlich alles. Das ist schön. Vielfalt ist schön. Leider findet man nicht alles im Möbelhaus wieder, weil die immer dasselbe kaufen. Aber der Markt, die Hersteller bieten es an. Und jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Bilder mitgebracht von der Kölner Möbelmesse. Das erste Bild zeigt den Messestand von K&W. Eine Kombination bestehend aus zwei Longchair, wie wir sie häufig sehen. Weich gemacht, softer Kubismus mit Sitztiefenverstellung, mit Kopfstützen, sehr bequem. Das nächste Bild, auch wieder K&W, eine leichte, grazile Form, hier in einem Roséton. Auch wieder eine kleine Formation, locker kombiniert mit einigen Softhockern. Was kommt als nächstes? Freistil von Rolf Benz. Sehr schöner Messestand. Freistil, die junge Kollektion von Rolf Benz. Mit großen Kunstmotiven und auch wieder mit kleinen Formationen. Sehr hübsch hier dieser Ohrensessel in modern.
Ja, hier ist der Messestand von Willy Schillig, der immer eine Sensation ist, vom Stand her, von der Lichtorganisation her. Das hier zeigt eine Kissengarnituren eines Italieners. Hier Farben gemixt, die man eigentlich nicht mixen kann. Blau mit Braun gibt ein schönes Wohnbild, verbunden mit dem blauen Teppich und dem braunen Couchtisch. Italiener haben halt Stil. Ja, Walter Knoll, Liegen, ein Megathema in Köln, mit einer Liege und mit Bodenkissen, was wir schon seit Jahren verkaufen. Ja, die Sede hier mit einem Boxhandschuh, es gibt natürlich hier sehr individuelle Lösungen. Ja, hier mein Freund Tommy Machalke, mit einem wunderschönen Messestand, hier mit dieser Loftoptik im Hintergrund, auch gemixt in verschiedenen Formen und Farben. Hier hinten sieht man natürlich gleich wieder die Liege, das Longchair. Eine weitere Liege, Sie sehen liegen. Man will es sich bequem machen. Hier in einem braunen Stoff mit einem grünen Teppich kombiniert. So kommen Einzelstücke zur Geltung. Ja, hier haben wir auch wieder den Rosé-Ton bei Steinhoff. Hier haben wir Speisen, ganz großes Thema, Speisen, bequeme Stühle hier bei Koinor mit Altholztisch kombiniert. Koinor mit dem Free Motion Programm, wo alles beweglich ist, wo alles zu verschieben ist. Koinor hier ist sowieso der Funktionsweltmeister. Bei Koinor kann man immer was klappen, das sehen Sie hier im Vordergrund. Motorische Verstellung von der Sitztiefe plus Fußklappe. Was ist das hier? Hit-Anker mit Büffelleder, mit angeschliffenem Leder, mit Naturleder, ganz stark im Kommen. Walter Knoll hier in der Szene optimal, sieht man hier, wie man Sachen darstellen kann. Die Sede mit kleinen Kombinationen, Dreisitzer mit einem Sessel oder mit zwei Sesseln, weil die Wohnungen in der Schweiz natürlich noch kleiner sind. Hier Willy Schillig Black Label mit einem neuen Modell. Schöne große Motive, viel Platz zum Atmen für die Modelle. Speisen bei Willy Schillig, sehr bequeme Bänke, die wir so sicherlich auch bald bekommen, mit Massivholztischen kombiniert. Hier mal eine atypische, große Garnitur in einem Programm, wo Sie alles selber bestimmen können. Hier auch wieder Incliner integriert, wo Sie überhaupt nicht sehen, dass Incliner integriert sind. Das ist das gleiche Modell, sieht komplett anders aus durch den Bezug. Wunderschöne Deko. Ja. Hier Einzelsessel werden immer wichtiger. Relax-Sessel, Sessel, um es sich bequem zu machen. Auch bei Schillig ist die Neuzeit angebrochen. Dreisitzer kombiniert mit zwei Sesseln. Ja. Das war jetzt nur mal ein kleiner Auszug von Messebildern in Köln. Was ist zu den Herstellern zu sagen? Nun, für mich die Aufsteiger der Saison sind Koinor durch die Funktionsvielfalt, Willy Schillig, weil es sowieso mein Lieblingshersteller ist, und Tommy M., weil er die besten Leder hat und die Typenvielfalt immer größer wird. Zu den Farben nochmals, Mokka-Töne, Naturtöne, ganz stark, also Natürlichkeit, Nachhaltigkeit ist gewünscht. Und dann Pastelltöne in Kombination, ein Zartrosa mit Mokka, das hat man sehr häufig gesehen. Ein Tipp zum Schluss für Sie, wenn Sie moderne, designorientierte Polstermöbel suchen, aber nicht übertrieben viel bezahlen wollen, schauen Sie mal rein bei profischnapp.de, unserem Online-Outlet für Markensofas. Profischnapp.de hat 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche geöffnet im Netz und Freitag und Samstag hier in Empfingen. Profischnapp.de, Ihre clevere Alternative. In 14 Tagen sehen wir uns hier wieder mit dem Thema, werden wir sehen. Herzlichen Dank, Ihr Lutz Reinhardt.